Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Im Chat wurde gefragt, wieso gibt es so einen Hype um dieses Spiel? Es ist Final Fantasy VII, das ist schon mal Hype genug. Und es ist ein Remake von diesem Spiel, was massiv ist. Der Hype ist aus verschiedensten Gründen, aus verschiedenen Positionen nachzuvollziehen. Final Fantasy VII ist eins der Top 3 international meistverkauftesten Spiele auf der PlayStation 1. Und ist, glaube ich, sogar mit irgendwie 27 Millionen verkauften Lizenzen, also oder Kopien des Spiels, auch ziemlich weit oben, was die Rangliste angeht, von Spielen. Und man muss dazu sagen, Final Fantasy VII kam 1997 raus, ja. Und in der Zeit hat es sich halt eben trotzdem verkauft. Selbst die PC-Version, die dann irgendwann nach langer Zeit sowohl bei Steam als auch über den PSN und so weiter verkauft wurde, hat dazu nochmal beigetragen und die Leute haben es gekauft. Damals, als die PlayStation 3 rauskam, hatte Square Enix eine Tech-Demo rausgebracht. Das war 2006? 2005? Irgendwie so in dem Dreh. Also auf jeden Fall beim... bei der Präsentation der PlayStation 3 hat Square Enix eine Tech-Demo zu Final Fantasy VII rausgehauen, die in Echtzeit bearbeitet wurde. Und das hat die Fanbase so dermaßen mitgenommen, dass die alle gewartet haben, also dass alle dachten, dass zum Release von der PlayStation 3 oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach Release der PlayStation 3 Final Fantasy VII als Remake rauskommt. Square Enix hat aber relativ schnell gesagt, das war nur eine Tech-Demo, liebe Freunde, und wir hatten gar nicht vor, dieses Remake zu machen, weil würden wir dieses Remake machen mit dem, was ihr in dieser Tech-Demo gesehen habt, würden wir alleine 11 Jahre Produktion benötigen, weil der gesamte Code draußen ist, weil die gesamten Grafiken überarbeitet werden müssen, weil das ein komplett eigenes Ding wäre, und selbst dann hätten sie nicht die Möglichkeit, dieses Spiel in vollem Umfang zu erstellen. Und dann vor ein paar Jahren kam es dann halt eben, es gibt doch das Remake, und das war halt eben so ein What the fuck, seit gefühlt 15 Jahren, seit 2000, die PlayStation 3, ich muss mal echt mal nachgucken. Der PlayStation 3 Release war 2006 in Japan. Okay, 2006 in Japan. So, 2000. Und ja, wie gesagt, nachdem dieses Spiel draußen war, nachdem halt eben die Luft raus war von wegen, es gibt kein Remake, kommt Square Enix um die Ecke und sagt, ey, kommt, wir machen ein Remake, aber wir machen es nicht 1:1, sondern wir machen halt eben, wir machen ein paar Sachen anders. Und du musst dir vorstellen, dieses gesamte Spiel beinhaltet eigentlich nur die ersten Pi mal Daumen. Wenn du langsam oder vernünftig normal spielst, wenn du das Spiel noch nicht kennst, brauchst du für den Teil, der jetzt 50 Stunden Spielzeit angeblich beinhalten soll, hast du damals so 3 bis 4 Stunden gebraucht. Als geübter, also wenn du Final Fantasy VII schon kanntest, also ich laufe durch Midgar in 2 bis 2,5 Stunden, gar kein Problem. Aber hier ist so viel Story und Charaktertiefe hinzugekommen und sehr viel größere Laufwege, das muss ich aber an der Stelle auch dazu zugeben, dass dieses Spiel halt eben so riesig geworden ist. Das neue Kampfsystem, viele, also sehr, sehr, sehr viele, wollten das alte das rundenbasierende Active Time Battle System haben. Und selbst da hat... Ach, wie süß. Wrong Way. Hätte ich jetzt fast gar nicht erwartet. Aber danke für den Gil. Jetzt habe ich nebenbei auch die Kinderstimme gehört. Und das ist halt eben so dieser gesamte Hype dahin. Das sind viele, viele Kindheitserinnerungen, die da mit reinspielen. Es sind auch, es sind gute Momente. Das Spiel war packend, es war
man muss sagen, es gibt da so diese Prügelknaben, die halt eben sagen, was ist besser, Final Fantasy 8 oder Final Fantasy 7. Ich bin einer der Verfechter, der sagt Final Fantasy 7. Aber unter Vorbehalt, weil Final Fantasy 8 war ebenfalls ein sehr gutes Spiel, das will ich gar nicht hinlegen. Aber wenn es darum geht zu entscheiden, Final Fantasy 8 oder Final Fantasy 7, hätte ich auf jeden Fall Final Fantasy 7 gesagt. Vor allem auch, es war mein allererstes Final Fantasy Spiel. Oder, naja, also es war nicht mein erstes Rollenspiel, sondern mein erster Final Fantasy Titel, den ich gespielt habe. Ich kannte den Namen Final Fantasy nur aus den, aus der PlayStation Zeitschrift damals, wo es dann hieß, ja, Final Fantasy 6 ist angekündigt und so weiter. So, das war so das erste Mal, dass ich was von Final Fantasy gehört habe. Jetzt reicht's aber hier langsam, ihr. Das war das erste Mal, was ich von Final Fantasy gehört habe, und ich hatte selber keine PlayStation zu dem Zeitpunkt und hatte meinem Nachbarn so nebenbei gesagt, hey, na, wenn es um ein Rollenspiel geht, schau doch mal Final Fantasy, das geht mittlerweile schon in den sechsten Teil, vielleicht gibt es da irgendwas, was vielleicht interessiert dich das Spiel ja. Und er hat sich das Spiel angeguckt und sagte, nee, weil er war halt eben auch so eine Person, die nicht so gerne viele Texte gelesen hat und sowas. Und das konnte ich nachvollziehen, weil ich meine, so als Zwölfjähriger, oder als Final Fantasy 6 rauskam für die PlayStation wohlgemerkt, nicht das Final Fantasy 3 für den Super Nintendo, sondern Final Fantasy 6 für die PlayStation, das muss auch nochmal erwähnt worden sein, Das ging an uns vorbei. Das kam in Deutschland, glaube ich, auch nie auf Deutsch raus. Zumindest nicht damals. Und ja, Final Fantasy 7 war dann auf Deutsch. Und es war ein massiver What the fuck-Moment, weil das ein Spiel war, welches mit drei CDs auf der PlayStation kam. Das war riesengroß für die damaligen Verhältnisse. Und das ist ja süß. Ja, auf jeden Fall, es war für damalige Verhältnisse riesengroß. Aber gerade so als Zwölfjähriger hat man irgendwie nicht so wirklich Bock, lange Texte zu lesen. Und als ich dann eine PlayStation am Ende hatte, die habe ich mir lange, lange zusammengespart. Cute. Ich glaube, wir sind hier richtig. Geister sind nicht mein Metier. Oh. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Ja, auf jeden Fall. Danke. Ich will hier noch rein. Nee, du störst die Aufnahme nicht. Tatsächlich finde ich das ziemlich praktisch, weil ich auf die Art und Weise auch ein bisschen Gesprächsthema habe. Der Film, ich hatte es in einem anderen Teil schon gesagt, guckt euch den Film nicht an, wenn ihr Final Fantasy 7 nicht kennt. Ihr würdet den Film danach schlecht finden. Der Film selber. Seht mal, oh, guck mal, ein Kind. Der Film selber ist nämlich nicht so geil,
wenn man nicht weiß, was überhaupt bei Final Fantasy 7 passiert oder passiert ist, besser gesagt. Und darum spielt lieber Final Fantasy 7. Bitte? Wenn man ein Fangirl ist, dann würde es ja bedeuten, dass du Final Fantasy 7 schon gespielt hast. Hm. Moment. Welchen Film meinst du? Meinst du jetzt Spirits Within oder meinst du Advent Children? Weil es gab zwei Final Fantasy Filme. Der eine ist ein... Der mit Cloud. Okay, das ist Advent Children. Und da muss ich sagen, der Film bringt nichts, bringt wirklich nicht viel, wenn du die Story nicht kennst. Na, wollen wir reden? Okay, doch keine freundlichen Geister. Und seit wann lassen sich Geister von Schwertern verprügeln? Irgendwas passt mit dem Ding nicht. Feuer. Ein paranormales Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumspukt, diese Plagegeister spielt. Vorübergehende Streiche, die nicht immer harmlos enden. Ah ja, okay. Wie die Sylphen. Au. Ja, man muss sagen, tatsächlich... Das mache ich noch die ganze Zeit. Final Fantasy... Nein, Advent Children selber ist im Grunde aber auch nur... Oder mehr oder weniger eine... Wenn mich nicht alles täuscht, eine Fortsetzung von Dirge of Cerberus. Welches ich nicht durchgespielt habe. Das hat auch seine Gründe, weil das Spiel eine unheimlich furchtbare Steuerung hatte. Für ein Ballerspiel. Okay, irgendwo muss es hier einen anderen Weg geben. Aber... Was hast du? Aha. Oh, da ist er ja. Gibt's da bitte zu warten? Nun, also... Was zum... Alles okay? Vielen Dank, Cloud. Müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. So. Also... Im Grunde besteht Final Fantasy 7 aus drei Spielen und einem Film. Und das macht halt eben schon mal ein bisschen was aus. Der eigentliche Kern ist natürlich Final Fantasy 7 als Hauptstory. Und die haben danach nochmal halt eben ein paar Spin-Offs gemacht. Das eine ist mehr oder weniger ein Prequel, welches ich aber auch nicht empfehle, wenn man nicht vorher Final Fantasy 7 gespielt hat tatsächlich. Weil... da Charaktere eingefügt werden, die... Upsa, Mist. Ich dachte, die wären schon tot. Die in der Story in 7 nicht mehr wirklich auftauchen oder keine Relevanz mehr zeigen.
Dirge of Cerberus spielt quasi direkt nach Final Fantasy VII und spinnt ein wenig die Story wieder und schließt die Plotholes von Dirge of Cerberus, von Crisis Core, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier in diesem Spiel machen die das so, also zumindest das, was ich bisher gesehen habe, läuft das Spiel eher so ab, dass die Elemente aus allen drei Teilen nehmen und die miteinander kombinieren, also aus allen drei Spielen nehmen und die miteinander kombinieren, um damit sozusagen eine neue, aufgepepptere und auch ein bisschen ausgefeiltere Story zu liefern. Also, wie gesagt, diese Szenen, die wir hier zum Teil gerade spielen, sind eigentlich zum Teil gar nicht so existent oder nicht existent gewesen. Jetzt sind sie es ja. Ich muss doch irgendwo eine Leiter oder sowas sein. Oder ein Weg. Okay, die Tür ist auch zu. LOL. Achtung! Dieser Zug fährt über die Flank von Sektor 7. Zum Eisenbahnfriedhof. Okay. Das ist jetzt doch ein bisschen creepy. Nächster Halt Eisenbahnfriedhof. Darf ich jetzt doch hier rein? Oh, das ist aber zu gütig, ihr kleinen Geister. Und zum Schluss kämpfen wir gegen einen Phantomzug. Hört auf, uns zu ärgern. Zum Kran geht es dort oben. Ich habe ein bisschen Sorge, dass mir gleich irgendwelche Züge auf den Kopf fallen oder ein paar. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe halt eben Leute nicht so richtig. Da lang, okay. Nicht so richtig die Final Fantasy feiern, aber nicht zumindest, also wirklich mindestens, ein Let's Play dazu gesehen haben, um die Story zu verstehen, weil Final Fantasy VII halt eben in sehr vielen Punkten ein ziemlich großes Spiel war. Also auch damals schon. Man konnte es einfach nur so. Croissant, du bist ja nicht so in Final Fantasy involviert, ne? So insgesamt. Also jetzt von allen Final Fantasy Teilen außer 14. Gefunden! Oh, hallo. Der Phantomzug ist ein Boss aus Final Fantasy 3 bzw. 6. Also, ich sag mal lieber 6, weil die Original Final Fantasy 1, 2 und 3 kamen für den NES raus. Und 6 kam sozusagen doppelt auf dem SNES, einmal Final Fantasy 3 für die USA und als Final Fantasy 6 in Japan. Ui! Nee. Solche Sachen sind das nicht. Zodiac und Hydrin sind, glaube ich, eine Sache, die tatsächlich Final Fantasy 14 exclusive ist, sozusagen. Mist. Jetzt reicht's hier. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, jetzt komme ich hier wieder raus. Okay. Final Fantasy 6 war wirklich ein Boss aus dem aus Final Fantasy. Der Phantomzug war ein Boss aus Final Fantasy 6. Und der war deswegen so lustig, weil man konnte. Das war ein ziemlich harter Brocken. Man konnte ihn sich aber auch sehr einfach machen, indem man einfach eine Phönixfeder auf ihn geworfen hat oder ihn mit Vita angegriffen hat. Er war. Ah!
Ich Dörpolino, ich versuche hier gleich mal Vita auf die Geister zu spammen. Genau, wo ich mich gerade selber dran erinnere. Ich habe hier gerade eine Kiste gesehen. Ja, aber hier komme ich noch nicht dran. Na gut, aber da drüben ist auch eine Kiste. Hier sind überall Kisten. Ich will die alle haben. Gib sie mir alle. Nee. Ah. Ey. Hallo? Na komm, das bisschen kannst du doch wohl drüber springen. Das wird doch jetzt wohl nicht ein Riesenakt für dich sein, Cloud. Ja, man, also in... Auch jemand versteckt? In Final Fantasy 14 konntest du es nicht. Gefunden. Aber in... So, ich probiere es jetzt nämlich mal. Moment. Ah, nee. Auch dafür brauche ich... Pass auf. So. Gegenstände. Heiltrank. Auf... Nein, pass auf. Ich habe noch nie eine Phönixfeder benutzt. Jetzt nutze ich meine Phönixfeder auf den Geist. Tot. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? So, super. Jetzt habe ich diese Tür hier geöffnet. So. Okay, welches UI-Element? Achso, okay, alles klar. Ja. Ich bin... Gut, dass ich nochmal selber drauf gekommen bin. Wait, genau. Magie... Oh, Regina, schön. Moment. Totaler Blödsinn. Ich gehe mal auf Eris. Und... Ach nee, die kann das nur im Kampf machen. Nee. So. Einmal kurz alle geheilt. Und dann hier mal weiter. Na los, mach die Tür auf. So, wo geht's denn hier jetzt lang? Da drüben gab's noch eine Kiste, die ich auf jeden Fall ganz gerne mitnehmen möchte. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall nochmal zu dem Ding hier hoch. Ah, ein Kontrollraum. Kontrollräume sind immer gut. Na, von innen verschlossen. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Natürlich, es gibt immer eine andere Tür. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Trick mit der Kanalisation. Sobald ich diesen Don Corneo-Schlüssel habe, den ich vermutlich durch diese, durch die, Alleskönner-Aufgaben bekomme, werde ich dann sicherlich auch, werde ich dann sicherlich auch wieder in die Kanalisation zurückgehen können. Wo ich... Oh, guck mal. Wo ich dann auch sicherlich den anderen Teil bekomme. Aber... Moment. Hier muss doch jetzt noch irgendwo... ein weiterer Ausweg sein. Und da bin ich gekommen. Gibt es hier irgendwo eine Leiter oder sowas? Nee. Hier oben war auch nichts mehr, ne? Nee. Üpp. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Hier war noch die andere... Nee. Die Tür... Da gab es doch gar keine Tür. Moment. Nee, da komme ich nicht durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da keine Tür gab. Nochmal hier rüber. Hier sage ich doch, da gab es keine Tür.
gab es nur einen Haufen Schrott. Aber... hier ist so eine Art Fenster. Nichts. Oh? Moment. Vielleicht war das ja aber auch der Trick bei der ganzen Sache. Man geht hier entlang, landet da hinten wieder am Eingang, rennt dann hier wieder runter und ist da, wo man aufgehört hat. Ha! Nee. So ein Mist. Na gut, dann doch wieder zurück. Einmal hier lang. Hätte ja klappen können. Come on. Okay. Wir sind wieder hier. Und wir sind wieder hier. Und hier war nur der Teil. Hier war dit. Da war nichts. Dann müsste es doch eigentlich... Oder geht es hier hinten irgendwie noch weiter? Nee. Nee, 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 nee. Hier runter. Ah, hier ist eine Leiter. So. Dann hier mal drüber. Vielleicht bricht mir der Boden auseinander. Weil die ollen Geister wieder Scherze treiben. Okay, nee, alles ist gut. Oh, Cloud hat nicht mehr ganz so viele Magie-Punkte. Oh, aber trotzdem bringen da was. Manchmal zumindest. So, Fertigkeit. Ende mit Schrecken. Das klingt gut. Miau. Das war mal ein mächtiger Angriff. Der hat mir richtig gefallen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah, Moment. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Dann wollen wir hier doch auch durch. Und uns hier diese Kiste holen, wo auch immer die jetzt ist. Hä? Muss doch eine Kiste sein. Da drüben sehe ich eine Kiste. Aber hier müsste eigentlich auch eine rumhängen. Hier, durch diese Tür durch. Und voilà. Le Box. Für eine, der ganze Aufwand für eine Mogri-Medaille. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Kisten? Oh, noch mehr Mogri-Medaillen. Okay, ich habe nichts gesagt. Für 3 Mogri-Medaillen. Eris, du stehst im Weg. So, und da ist die Kiste, die wir da vorhin gesehen haben. 1000 Gil. Süß. So gefällt mir das. Mich immer schön mit Geld vollstopfen. Ha, alles klar. Hier können wir erstmal eine Runde ausruhen. So, viel mit... viel heilen werden wir... Nein. Viele Gegner werden wir jetzt nicht haben, die in diesem Spiel mit einer Phönixfeder besiegt werden können, glaube ich. Deswegen brauchen wir auch nicht weiter ausrüsten oder neue Phönixfedern kaufen. Ich glaube, hier kommt es gleich zu einem großen Kampf, sonst wird es diese Stelle hier nicht geben. Oder es ist eine schön, dass du da bist, Stelle. Ha. Keinen Computer, aber dafür können wir die Tür hier aufmachen.
Shane. Ah, hier ist was. Hier ist das Kontrollpult. Tiefer! Och, guck mal, ist das freundlich. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Und ich glaube, die brauchen wir auch gar nicht. So, erstmal ein bisschen den Spaß hier kaputt machen. Okay. So, probieren wir es doch einfach mal. Du, Phönix, Feder, Lichtgeist. Viel Spaß damit. Okay, ich versuche was wert. Vielleicht soll ich auch einfach erstmal das Ding analysieren. So, wirksam Feuer. Das ist schon mal gut. Wechsel zwischen einer physischen und einer immateriellen Form hin und her. Magische Attacken gegen eine physische Form und physische Attacken gegen eine immaterielle Form haben keine Effekte auf die Schockleiste. Okay. Aber an dieser Stelle, nee, würde ich trotzdem bei dieser Form ganz gerne mal gucken, was jetzt die Phönixfeder macht. Ach komm, hast du nicht getroffen? Nochmal. Phönixfeder. Lichtgeist. Nee, wirkungslos. Das gefällt mir nicht. Aber das ist jetzt eine materielle Form. Hier muss ich mit Fertigkeiten drauf feuern. Beispielsweise mit dem Mutangriff. Der Mutangriff ist toll. Na komm. Magie? Nee. Ah, Tifa könnte. Sehr schön. Tifa kann. Magie. Vitra. Regina. Vitra. Auf Cloud. Der ist ziemlich angeschlagen. Und Schock. Und Limit Break ist offen. Na dann. Oh, kann ich gerade nicht auf den Lichtgeist ansetzen? Das ist ja dreist. Na, wo ist er denn? Und jetzt? Jetzt hockt er hier wieder komisch rum. Nee. Jetzt kassierst du aber den Hit deines Lebens, Kollege. Ach. Nee, das ist Magie, die Arista gerade versucht. Nee, wir müssen näher an ihn ran. Jetzt müssen wir Magie auf ihn einsetzen. Und gleich nochmal. Und du darfst auch nochmal. Achso, du hast keine. Na egal, dann sprich ein Gebet.
Oh, der räumt aber ganz schön gut auf hier. Der olle Geist. Okay, jetzt schon wieder materiell. Und Fertigkeit. Einmal den Mutangriff. So, und da ist wieder der Moment. Er ist wieder in der nicht materiellen Form. Das heißt Magie. Oh. Ja, das sieht ja nicht so schön aus. Du hast noch Feuer. So, geht doch. Tschüss, du doofer Geist. Lang genug und hast uns geärgert hier. Mein Versteckspiel. In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet. Ha? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Funktioniert der Kran denn jetzt wieder? Ich hoffe doch. Naja dann, würde ich mal sagen, hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Final Fantasy 7 mit mir und so weiter. Bis bald!